Ja, also letztlich ist Kaffee ja das Thema Genuss und Lebensqualität. All das, was in Volkach sowieso immer eine große Rolle spielt und dementsprechend habe ich mich hier in der Region mit meiner Röstmanufaktur niedergelassen. Ja, und das ist, glaube ich, 10 Jahre her, dass du hier nach Volkach gekommen bist und Volkach speziell, weil der Ort sowas ganz, ganz Besonderes hatte und zu deinem Kaffee passt. Genau, also die Region ist einfach ein Traum. Das war auch der Grund, warum wir dann vor 10 Jahren hier in Sommerach, nicht ganz in Volkach, aber in Sommerach am Main, uns ein Haus gekauft haben. Und das war dann auch der Grundstein für uns, hier vor 5 Jahren mit dem Thema des Kaffees oder des manufakturgerösteten Kaffees zu beginnen. Kaffee ist in aller Munde, vor allen Dingen die Zubereitung des Kaffees und immer wichtiger wird natürlich heute Kaffeemaschinen, die werden immer schöner, immer toller und für viele ist aber auch wichtig, wo kommt der Kaffee her? Und das ist natürlich für dich als Kaffeeröster auch die erste Frage, die du der Bohne stellst oder wie man so sagen darf. Genau, letzten Endes für mich ist die Herkunft wichtig und die volle Transparenz, die wir unseren Kunden natürlich auch gerne gewähren. Ich versuche meine Kaffees in der Regel da zu kaufen, wo die Industrie nicht unbedingt einkauft, sondern wir haben ein gutes Netzwerk aufbauen können zu Farmern, vor allem auch in die verschiedensten Anbauländer und das ist immer eine gute Plattform dann, um halt auch die besten Qualitäten für seine Kunden zu bekommen. Wie kommt man auf die Idee, Kaffeeröster zu werden? Da braucht man ja eine gewisse Affinität zu. Ja gut, als Koch hast du von Haus aus natürlich eine gewisse Affinität zu Lebensmitteln, damit geht es schon mal los. Ich stand irgendwann vor dem Punkt, dass ich einfach in Sachen Verträglichkeit Probleme hatte und dann habe ich mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt und daraus wurde dann eine Leidenschaft, die ich jetzt eigentlich die ganze Familie vorantreibt. Also nicht nur ich, sondern auch meine Frau und vor allem auch unsere 2 Jungs, zwar mit 1,5 und 3,5, aber der 3,5-Jährige, der trinkt Kaffee, seitdem er 2 ist, das ist ganz spannend. Kaffee rösten, habe ich mir mal sagen lassen, ist eine Kunst für sich, weil es muss irgendwie genau auch auf den Punkt sein, die Röstung, damit alles richtig ist. Das ist die Kernaussage von dem Ganzen, genau. Du brauchst für Kaffee wahnsinnig viel Leidenschaft, viel Geduld und letztlich ist es ein Thema, man muss den Kaffee lieben, man muss die Leidenschaft mitbringen und entsprechend dann formst du den Kaffee auch über die Langzeitröstung, 20, 25 Minuten Röstzeit, so aus, dass er tatsächlich auf dem Punkt ist. Ja, und jetzt stand für euch ein kleiner Umzug. Ihr habt euch vergrößert. Das heißt also, die Nachfrage nach eurem Kaffee wird immer größer. Und so seid ihr dann nochmal umgezogen und seid jetzt in Neustadt, glaube ich. Genau. Also das Thema der manufakturgerösteten Kaffees ist ein sehr großes, weil viele Menschen Verträglichkeitsprobleme haben. Und durch diese Langzeitröstung, die wir eben anwenden, gepaart mit der guten Rohware, die wir einkaufen, haben wir einfach gut magenverträgliche Kaffees mit geringer Säure und auch durch das Röstverfahren bei niedrigen Temperaturen geringe Bitterstoffe. Und das ist auch das, was für viele dann das Thema Kaffee wieder zu einem richtigen Erlebnis macht. Jetzt ist es so, dass wir da natürlich auch Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie bedienen im Schwerpunkt und das wächst halt ganz gut und das war für uns auch der Punkt, jetzt zu investieren und die Scheune meiner Oma, meiner Großeltern umzubauen, lebensmitteltauglich zu machen, was wir auch mit sehr hohem Aufwand dann geschafft haben und haben jetzt die höchsten Hygienestandards in unseren Räumlichkeiten und können dadurch natürlich auch den Lebensmitteleinzelhandel bedienen und so dem künftigen gesteigerten Umsatz gerecht werden. Und aber trotzdem, Volkach bleibt man immer noch treu und das ist auch der Grund, warum wir uns hier heute treffen. Da ist das Ganze so ein bisschen entstanden und es zieht dich immer wieder hierher zurück. Genau, letztlich haben wir hier eine gute Verbindung hinbekommen, sodass wir auch unseren Verkauf hier in Volkach in der Hauptstraße halten konnten. Nämlich hier haben wir eine gute Zusammenarbeit mit dem Vitis hier. Das ist ein Fachgeschäft für Feinkost, gute Weine und das passt natürlich auch perfekt zu unseren Cafés. Dementsprechend haben wir hier eine gute Heimat gefunden, sodass wir auch unser Publikum hier aus Volkach weiterhin gut bedienen können. Ja, und da habe ich gesehen, so auch kombiniert, so einige Sachen gemacht, wie mit diesen kleinen Fläschchen und dergleichen. Und das ist dann so ein bisschen was ganz, ganz Besonderes, was man hier erwerben kann und mit dem Kaffee von dir kombinieren kann.
Genau, das ist das beste Beispiel. Wir haben zum Beispiel mit dem Traditionshaus aus Kitzingen, mit der Firma Arauner, die ja im Likörbereich spezialisiert sind, schon über viele Jahrzehnte, mit denen gemeinsam einen Kaffeesahne und einen Espresso-Likör entwickelt. Und der wird immer beliebter, ist beliebt und den haben wir auch so auf die Spur gebracht. Liefern wir mittlerweile auch über Frankens Grenzen hinaus an Lebensmitteleinzelhandel. Ja, und da wir jetzt in Volkach sind, wir stellen immer eine Frage, wenn man dort lange gelebt hat. Volkach ist für mich? Leben, Lebensqualität, Freizeit, Liebe. Und dann noch eins, wir haben uns kennengelernt in einem Unternehmernetzwerk. Und in diesem Unternehmernetzwerk ist eins immer ganz besonders, dass man spontan ist. Und dort gibt es viele Unternehmer, 30 glaube ich jedes Mal, so um diese Ecke und jeder stellt sich 60 Sekunden vor. Dein Mikro, deine 60 Sekunden. Ja, meine 60 Sekunden. Mein Name ist Jochen Mölter, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Mecafé GmbH. Wir beliefern im Schwerpunkt Gastronomie, Großverbraucher und den Lebensmitteleinzelhandel mit manufakturgerösteten Kaffees. Haben da unsere Nische gefunden, von daher freue ich mich über jede Entwicklung in diesem Bereich und auch über jede Empfehlung im Bereich dieser Kunden, die ich gerne beliefere.